umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 ist heute eskaliert. Bei der Räumung des Schlossparks setzte die Polizei Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Nach Angaben der Demonstranten wurden mehrere hundert Menschen verletzt. Politiker von Grünen, SPD und Linkspartei kritisierten das Vorgehen der Polizei scharf. Morgen beschäftigt sich der Innenausschuss des Bundestages mit den Ereignissen. Eine Sprecherin des Stuttgarter Innenministeriums sagte am Abend, die Einsatzkräfte seien mit Pflastersteinen angegriffen worden. Am späten Vormittag rücken die ersten Hundertschaften der Polizei mit Absperrgittern an. Sie wollen das Gelände im Schlossgarten eingrenzen, auf dem die Bäume gefällt werden sollen. Etwa 1000 Schüler protestieren gegen die Aktion, doch die Situation spitzt sich relativ schnell zu. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Es geht entschieden zu weit. Und das, was wir heute Morgen schon gesehen haben, dass Jugendliche verprügelt worden sind, mit Reizgas besprüht worden sind, das geht einfach auch, denke ich mal, wirklich zu weit. Im Laufe des Tages kommen immer mehr Demonstranten in den Schlossgarten. Die Polizei reagiert weiter mit Wasserwerfern. Nach Jahrzehnten werden sie zum ersten Mal wieder in Stuttgart eingesetzt. Die Polizei geht deswegen so massiv vor. Weil die Demonstranten sich so massiv wehren, hier den Platz, die Straßen zu verlassen, obwohl sie x-fach von der Polizei aufgefordert worden sind, zu gehen. Pfefferspray und Reizgas haben bei etwa 300 Demonstranten zu Augenverletzungen geführt. Dennoch wollen die Gegner von Stuttgart 21 nicht aufgeben. Heute Nacht, wenn womöglich der erste Baum gefällt wird, wird der Stuttgarter Schlossgarten richtig voll sein, sagen sie. Umfragen zufolge sind mehr als 75% der Stuttgarter gegen S21. Dennoch wurde mit erschütternder Gewalt gegen die Bürger vorgegangen, um sie mit Reizgas und Wasserwerfern aus dem Park zu vertreiben. In der Nacht zu Freitag wurden die ersten Bäume gefällt. Es ist damit zu rechnen, dass auch am 1. Oktober wieder Großdemonstrationen stattfinden werden. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Mal niemand verletzt wird und die Polizei bzw. die Befehlsgeber Einsicht zeigen. Mehr als 500 Menschen wurden am Donnerstag verletzt, einige darunter schwer. Auch Kinder sind den Attacken zum Opfer gefallen.